herzlich willkommen im Change Rider, vor allen Dingen in deinem Fahrzeug. Das ist für mich ja ein ganz besonderer Moment hier in so einem tollen Führungsfahrzeug, nennt ihr das hier. Genau. So ein Generalmajor, was macht er eigentlich? Was ist so sozusagen deine Aufgabe? Du leitest ja auch das Zentrum für innere Führung in Koblenz. Wenn du so auf eine Führungskraft schaust, das ist so sozusagen die wesentlichen Skills. Ich habe immer einen Dreiklang. Das ist Führen, Entscheiden, Verantworten. Die Bedrohungen, die heute da sind, die sind auch völlig andere. Und die sind in dem Bereich von Cyber, genau. Cyberabwehr. Und gegen diese Bedrohung müssen wir uns schützen und da hilft nur Digitalisierung. Change Rider Fahrt heute hier in München mit André Bodemann. Er ist Generalmajor bei der Bundeswehr. Er leitet das Zentrum für innere Führung in Koblenz. Für mich als Zivildienstleister natürlich ein besonderer Augenblick. Wir drehen im Change Rider, aber nicht im Tesla wie gewohnt, sondern wir drehen im Führungsfahrzeug der Bundeswehr. Ich spreche mit André Bodemann über natürlich das Thema Führung. Ja, welche Leadership Skills die Soldaten und Soldatinnen brauchen, um die Bundeswehr in eine gute Zukunft zu führen. Wir sprechen auch über das Thema Digitalisierung in der Bundeswehr und natürlich auch über die Themen, wie die Bundeswehr und die Soldaten und Soldatinnen die Corona-Pandemie gemeistert haben und wo sie auch ganz konkret geholfen haben. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Ja, grüß dich, lieber André. Herzlich willkommen im Change Rider, vor allen Dingen in deinem Fahrzeug. Das ist für mich ja ein ganz besonderer Moment hier in so einem tollen Führungsfahrzeug, nennt ihr das hier. Genau. Genau. Und das ist ja auch ein Format, was ja, glaube ich, bei dir auch entstanden ist. Ja. Sprechen wir gleich drüber. Nur zur Info für alle hier draußen, wir sind beide negativ getestet. Die Belüftung ist an. Wir haben ja auch eine Scheibe in der Mitte, also deswegen sollte das Corona-konform alles gut klappen. Und wir fahren jetzt ja hier über das ist, glaube ich, ein Testgelände hier. Testgelände Universität der Bundeswehr. Universität der Bundeswehr hier in München. Ja, und nicht öffentlicher Straßenverkehr, hier können wir das eine andere mal ausprobieren. Ja, cool, ja super. Ja, mal schauen, ob ich das ausprobiere. Ich fahre den Wagen jetzt das erste Mal. Du, normalerweise stelle ich ja meine Mitfahrer ja en Detail vor, aber sag mal bitte für den wirklich Otto-Normalverbraucher da draußen, der ja zuhört, zuschaut, so ein Generalmajor, was macht der eigentlich? Was ist so sozusagen deine Aufgabe? Du leitest ja auch das Zentrum für innere Führung in Koblenz, genau. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Rolle und genau. Ja. Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich mitfahren darf. Auch eine große Ehre für mich. Ich habe ja gesehen, wie ihr denn sonst hier im Auto habt. Ja, ich bin tatsächlich jetzt fast 35 Jahre, über 35 Jahre bei der Bundeswehr. Habe als Wehrpflichtiger angefangen und dann peu à peu Offizieranwärter. Und wenn man jetzt General ist, das ist nicht so, dass man ein großes Ziel hat. Ich werde mal General, sondern das entwickelt sich irgendwann, wenn man viel Glück hat. Ich hatte viel Glück. Und gehört man dann schon zum oberen Management, sage ich mal, vergleichbar bei der Bundeswehr. Und viele sind ja gar nicht so lange in einem Unternehmen, aber ich bin jetzt tatsächlich ja über 35 Jahre in diesem Unternehmen, wenn man so will, Bundeswehr. Wobei ich immer sage, wir sind eigentlich kein Unternehmen. Aber es ist schon nicht üblich, dass man so lange beim gleichen Arbeitgeber ist. Und wir machen aber alle 2 bis 3 Jahre etwas anderes. Und ich bin jetzt der Kommandeur des Zentrums Innere Führung. Was ist das? Das ist unsere Führungsphilosophie, die wir dort an diesem Zentrum weiterentwickeln. Anpassen an die Gegebenheiten, weil die Welt um uns herum sich verändert und auch vermitteln durch die Lehre. Wir sind also auch eine Institution, in der wir viele Menschen haben, die zu uns kommen. Führungskräfte, die dort ausgebildet und weitergebildet werden. Ja, also Thema Führen unter Distanz, finde ich total spannend. Das ist ja auch die größte Herausforderung in der Wirtschaft gewesen. Ne? Du hast auf einmal, ne, die Leute sind im Homeoffice, waren ja sozusagen technisch auch gar nicht ausgestattet. Nicht jeder hatte ein Notebook. Ja. Ja, man musste irgendwie physische Unterlagen mit nach Hause nehmen. Wie war das bei euch? Also erzähl mal, wie kann ich mir das vorstellen in der Bundeswehr, wo ihr ja auch eigentlich täglich hier zusammenkommt an irgendwelchen Stützpunkten und ja auch zentral ja auch arbeiten müsst und vor allen Dingen ja auch ein Sicherheitsthema habt. Ihr könnt ja manchmal schnell jemanden zu Hause anschließen, der dann sozusagen mit ein Sicherheitssystem auf dem Apple-Rechner, der dann gestern bei notebooksbilliger.de gekauft wurde. Das ist, so funktioniert das ja wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, nein, leider nicht. ja, das ist für viele eine Umstellung gewesen, weil sie alle gewohnt waren, dass die Menschen nur am Arbeitsplatz waren. Überwiegend. So, dann ist in den letzten Jahren, hat sich natürlich entwickelt mit Telearbeit, mit ortsunabhängigem Arbeiten und so weiter und so weiter. Das gilt natürlich nicht für jeden. Bei mir am Zentrum, zum Beispiel meine Weiterentwickler,
Ob die nun im Büro sitzen oder zu Hause sitzen und das tun, das ist erstmal unerheblich. Für eine Kampfkompanie ist das natürlich was anderes. Klar, ja, wenn die verstanden. Mit ihrem Kampfpanzer oder Schützenpanzer üben, die Infanterie, das geht nicht im Homeoffice. Das kann ich nur tatsächlich in Präsenz tun. Gerade auch, wie ich sagte, dass die älteren Vorgesetzten es doch immer noch gerne haben, dass eigentlich alle so um die herum sind im Büro, sofort greifbar sind. Das ist eben nicht mehr gegeben durch die vermehrte Art von ortsunabhängigen Arbeiten. Und dann haben die Menschen auch immer noch so eine Vertrauensfrage. Ja, sitzen die jetzt nicht gerade im Garten und trinken Cocktail, sondern tun die das wirklich, was sie tun sollen? Und da muss man viel dran arbeiten. Weil Vertrauen ist eine ganz zentrale Geschichte, wenn man gut führen will, dass man Vertrauen schenkt. Verstanden. Und das muss man sich gewinnen, das Vertrauen bei den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter müssen auch natürlich einem das entsprechend zurückspiegeln, dass man denen auch vertrauen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist bei Führen auf oder trotz Distanz ist, dass man auch vernünftige Vorgaben macht. Wir nennen das bei uns die eigene Absicht formulieren, die 3-Alpha. Wenn du das hörst, 3-Alpha heißt immer Absicht formulieren. Okay. Das können viele nicht mehr. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man mit Auftrag führt, eben sagt, okay, was will ich am Ende haben? Wie du das machst, ist egal. Das ist Führen mit Auftrag. Verstanden. Du musst zu einem gewissen Zeitpunkt folgendes Ergebnis bringen, wie du das machst. Das ist deine Kunst. Der Weg dahin sozusagen, das kannst du dann sozusagen mal entscheiden. Okay, verstanden. Großes Thema ja in der Wirtschaft und Politik ist ja das Thema Gender Diversity, also sozusagen auch sozusagen weibliche Führungskräfte, weibliche Menschen in Management und Beiratsfunktionen, Aufsichtsratsfunktionen zu kriegen, da also so, sozusagen für mehr Frauenpower zu sorgen. Wie ist das in der Bundeswehr? Also ihr seid wahrscheinlich ja, wenn man so die Top-Hierarchie anschaut, wahrscheinlich noch sehr stark auch männlich geprägt, ne? Das ist wahrscheinlich auch eine Sache im Recruiting, wo ihr startet. Also wie kriegt ihr sozusagen das Thema Gender Diversity bei euch in so ein Bundeswehrgeflecht rein? Also zunächst einmal glaube ich, dass wir relativ weit sind bei der Bundeswehr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant. Ist es aber gar nicht. Das Beste ist immer, wenn man ja nicht mehr drüber sprechen muss. Dann ist das Ziel eigentlich erreicht. Mhm. Da sind wir noch nicht. Und wir sind da auch noch nicht, weil es sehr reduziert wird oft auf das Thema Frauen in der Bundeswehr. Und da wir ja noch nicht so lange das geöffnet haben, alle Bereiche bei der Bundeswehr geöffnet haben, haben wir natürlich auch im oberen Management eben, also in der Generalsebene noch nicht so viele Frauen, weil das einfach nicht sein kann, weil Verstanden. Die da noch nicht sind in ihrer Ausbildung. Klar. Das wird in den nächsten Jahren kommen und dann werden sich auch die Prozentzahlen da verschieben und verändern. Verstanden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Beruf, der viel mitbringt. Er ist nicht familienfreundlich. Wir versuchen ihn immer familienfreundlicher zu machen, aber am Ende ist er nicht familienfreundlich. Dadurch, dass wir oft in die Einsätze gehen, dass wir alle 2-3 Jahre versetzt werden, dass wir auf Übungen sind. Und das ist natürlich etwas, wo vielleicht die eine oder andere Frau, die auch in ihrer Lebensplanung sagt, ich möchte jetzt eine Familie gründen, auch abgeschreckt wird und sagt, das ist wohl nicht das Richtige für mich. Verstanden. Und das muss man dann auch akzeptieren und respektieren. Ja, und darüber hinaus, glaube ich, haben wir so viel Vielfalt in unserer Armee. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben die Homosexuellen, das ist jetzt gerade ja auch gelaufen, dass sie entsprechend auch entschädigt werden. Da ist ja viel auch in der Vergangenheit schlecht gemacht worden. Verstanden. Das hat man jetzt angenommen. Das Thema Transgender ist gekommen. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass der oder diejenige, die bei uns sind, ihren Auftrag erfüllen, ihren Job erfüllen. Und ja, nicht, verstanden. Wo sie herkommen, an was sie glauben, wie sie sexuell orientiert sind. Okay, und verstanden. Am Ende, wie gesagt, wenn wir nicht mehr drüber reden müssen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Da sind wir aber leider noch nicht. Okay, verstanden. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Idee bei der Bundeswehr platziert und sagt, hey Leute, lasst doch mal hier mit einem Auto rumfahren und Leute interviewen und dann bringen wir das mal sozusagen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal raus und gehen vielleicht extern, dass da wahrscheinlich der Gegenwind riesig groß ist, oder? So, und dass man dann denkt, und können wir das und worüber reden die dann und so weiter und so fort. Und da wäre jetzt meine große Frage, das ist ja auch etwas, was du, glaube ich, mit geschützt und mit begleitest und mit sozusagen durchgefochten hast. Also wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen? Also als erstes hörst du immer nur, was alles nicht geht. Verstanden. Und das ist so eine Geschichte, die ich überhaupt nicht mag. Ich möchte immer, dass die Leute mir sagen, das geht vielleicht nicht so, aber wir könnten das so machen, anders machen. Und der zweite Teil, der fehlt mir da ganz häufig. Verstanden. Und für solche Projekte wie das Führungsfahrzeug brauchst du erstmal kluge Köpfe,
kreative Köpfe, innovative Köpfe, die sich was trauen. Und für die ersten war es schon alleine sich zu trauen, mir das zu sagen, was die für eine Idee haben. Ja, da sitzt so ein General, ein alter Kommisskopf und will der das überhaupt? Hat ja was mit Mut zu tun. Ja, was zu machen Mut zu tun. Ja, genau. Und ich finde das wichtig, dass sie einfach, ich habe da eine Idee. Und ich möchte Ihnen die Idee mal vorstellen. Und das fand ich toll, das ist ja aus so einer Bierlaune mal entstanden, wir könnten noch sowas machen und dein Format kannten wir ja auch, dann gibt es hier Carpool Karaoke, genau. Das Quiz-Taxi und alles sowas und das könnten wir doch mit der inneren Führung machen und ich fand die Idee, die sie mir da auf dem, das war so ein Parkplatzgespräch, gemacht haben, ja, wir haben so eine Idee, erzählt mal und dann bin ich sofort darauf angesprungen, da haben sie sich drüber gefreut und haben gesagt, wir machen das jetzt. Okay. Dann kam natürlich die Phase, oh, das geht alles nicht und dürfen wir nicht und wollen wir nicht und was machen wir jetzt? Und da ist dann auch ein bisschen Top-Down erforderlich, verstanden. Wenn du als Kommandeur, als Chef dann sagst, ich will das aber. Okay, verstanden. Und jetzt zeigt mir auch, wie es geht. Und dann brauchst du ebenso wie den Oberst Kullmann jemand, der da auch mitspielt und mitmacht und ein paar andere. Und dann haben wir das aufgesetzt und jetzt haben wir auch schon, ich glaube, 9 Folgen schon ausgestrahlt. Du hast weit mehr, weiß ich. Aber wir wollen jetzt noch ein neues Format auch auflegen, weil wir jetzt ja Großkopferte haben, Generale und besondere Persönlichkeiten. Wir wollen jetzt auch ein Format machen für die Truppe. Okay, super. Wo wir das Ganze mit der Truppe machen. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten, weil das soll eine Überraschung werden. Okay, cool, super. Dann lass uns noch mal kurz über Führung sprechen. Was sind so für dich so die, also wenn man so von Skills spricht, also so die Führungskraft, wenn man sagt, hey, okay, wenn du so auf eine Führungskraft schaust und du sagst, hey, das ist wirklich eine tolle Führungskraft, das ist so sozusagen die wesentlichen Skills, bringt er mit, was ist das? Ich habe immer einen Dreiklang, den ich in meinen Seminaren auch bringe, das ist Führen, Entscheiden, Verantworten. Mhm. Führen ist, dass man Vorgaben macht, dass man eine Absicht formuliert, was will ich eigentlich erreichen, was soll das Ziel sein, dass man dann die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung stellt, um dieses Ziel zu erreichen, dass man dann entscheidet, wenn man an einer Weichenstellung ist, wie macht man es denn jetzt? Im Zweifelsfall im Krieg greife ich links oder rechts um an, aber ich muss entscheiden. Klar. Und dann muss ich diese Entscheidung auch verantworten. Also ich darf nicht sagen, ja, dass jemand anders war schuld, sondern ich habe das entschieden, ich trage die Verantwortung. Okay. Das verlange ich von der Führungskraft. Und dazu gehört eben dann auch Vertrauen, dass ich Vertrauen habe in die Menschen, die ich führe, wenn ich mit Auftrag führe, dass sie mir vertrauen. Und dazu gehört es eben, dass ich vorher erkläre, in den Zeiten, wo ich nicht in einem Einsatz bin, da kann ich erklären, warum ich was mache. Im Einsatz selber müssen die mir dann vertrauen, klar, dass ich das schon richtig mache, dass ich da schon drüber nachgedacht habe. Und dass ich dann, wenn ich mit Auftrag führe und sage, du machst das, das ist das Ziel, was du erreichen sollst. Und wenn es dann vielleicht mal nicht so ist, dass ich auch sage, okay, wie gehe ich mit diesen Fehlern um? Okay. Und das ist ein ganz entscheidendes Thema, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so glücklich angewandt wurde, dass man eben Fehler akzeptiert, dass man Fehler auch nutzt, um Verhaltensveränderungen, Verbesserungen herbeizuführen. Und dabei muss man natürlich unterscheiden zwischen Fehlern, die man einfach nicht zulassen darf, klar, wenn es um Sicherheitsbestimmungen bei Waffen geht, aber auch bei Fehlern, die man durchaus zulassen darf, weil man aus Fehlern auch lernen kann. Und das ist wichtig, dass man, wenn man die Verantwortung übernimmt, dass man auch zulässt, Fehler zu machen und nicht das Ganze dann an jemand abdrückt und sagt, du bist jetzt schlechter beurteilt, weil du einen Fehler gemacht hast. Okay, verstanden. Verstanden. Ja, das Thema Digitalisierung und Bundeswehr, also das ist ja auch so ein so bestimmt ein ganz spannendes Thema. Also ich sage ja immer, wenn man so ein bisschen die Corona-Pandemie und auch die Probleme sieht, die wir ja auch eigentlich aktuell in Deutschland haben und wieso es auch sozusagen keine Geschwindigkeit, wieso wir nicht schnell sind und wieso wir vielleicht auch schlecht entscheiden können. Ich glaube, da liegt ganz viel daran, dass wir einfach nicht richtig durchdigitalisiert sind und sozusagen die Ämter, angefangen vom Gesundheitsamt über Wirtschaftsministerium, die sozusagen die Förderungen da nicht gezahlt werden können, weil die Systeme umgestellt werden über 5 Monate. So, wie ist es so bei der Bundeswehr? Also wie schafft ihr es auch? Das hat ja auch ein bisschen was mit Agilität zu tun, ne, und mit Schnelligkeit. Ne? Also dass ihr sozusagen bei der Bundeswehr da auch sozusagen, genau, also jetzt einen digitaleren Spirit reinkriegt und vielleicht Dinge mal ausprobiert und so. Habt ihr dann ein besonderes Setup, eine besondere Struktur, wie ihr Dinge da auch umsetzt? Also ich glaube, wir kommen ja gar nicht drum herum, das zu tun, weil die Bedrohungen, die heute da sind, die sind auch völlig andere und die sind in dem Bereich von Cyber, genau, Cyberabwehr. Und natürlich brauchen wir nach wie vor das Gewehr, wir brauchen wahrscheinlich auch den Kampfpanzer und wir brauchen auch eine Fregatte. Aber ganz viel passiert ja auf einem Niveau vorher, wo wir gar nicht wissen, wer ist da eigentlich der Gegner. Also ist das eine Hackergruppe aus Frankfurt? Sind das irgendwelche fremden Mächte? Ist das ein Terrorist, der dahinter steckt und die Netze lahmlegt? Und damit kann man ja einen großen Schaden
beiführen, nicht nur was eine Armee angeht, sondern was natürlich eine gesamte Gesellschaft angeht und die Wirtschaft. Und gegen diese Bedrohung müssen wir uns schützen und da hilft nur Digitalisierung. Okay. Und auch der Schutz dieser Digitalisierung. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll Prozesse vereinfachen, soll Risiken minimieren, soll uns einen besseren Schutz liefern. Und da sind wir gefordert und da sind wir natürlich auch im engen Austausch immer mit der Industrie. Das ist jetzt nicht mein Zuständigkeitsbereich, aber wir sind ja hier in München an der Universität, die ja auch mit vielen Industrieunternehmen Verbindungen haben, Kooperationen haben, um Forschung und Lehre und dann auch wieder für uns was rauszuholen im Sinne von Waffensystemen, Abwehrsystemen und was auch immer. Also wir sind da auch dazu verdammt. Okay, verstanden. Also großes Thema von mir ist ja das Thema Mut. Ja, das haben wir eben auch schon besprochen. Ja, also ich glaube, ja, wir müssen in Deutschland ja einfach mutiger sein. Wenn du so deine letzten 35 Jahre dir bei der Bundeswehr anschaust, gibt es da Momente, wo du sagst, da hast du mutig entschieden oder vielleicht auch andere Menschen bei der Bundeswehr gesehen, wo du gesagt hast, die haben mutig entschieden. Also wenn du da mal ein paar Beispiele nennst und die dir erzählen könntest, das wäre toll. Also natürlich ist das... Du musst jeden Tag eine Entscheidung treffen, deswegen sei ja führen, entscheiden, Verantwortung. Der Mut ist eben, diese Entscheidung zu treffen und diese dann auch zu verantworten, auch wenn du möglicherweise mal falsch liegst. Das kann im Tagesbetrieb sein, aber vor allen Dingen ist es natürlich im Einsatz. So, und dann meine eigene mutigste Entscheidung will ich nicht sagen, aber ich musste eine Entscheidung treffen, die möglicherweise über Leben und Tod richtet. Das war an meinem ersten Tag in Afghanistan, als ich das Kommando über das TAC North, also Train Advice and Assist Command North in Nordafghanistan übernommen hatte und Kommandeur des deutschen Einsatzkontingentes war. Und wenige Stunden später ereignete sich ein Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat. Und da war ich gerade da. Ich kannte das war der erste Tag? Ja, das war mein erster Tag. Das waren wenige Stunden, nachdem ich übernommen hatte. Ich kannte niemanden, weil ich nicht mit meiner Truppe da war. Ich hatte nur mein enges Personenschutzteam, mein Adjutanten und alle anderen waren mir vom Grundsatz her fremd. Ich kannte die Fähigkeiten der Truppe nicht, ich kannte die Fähigkeiten der Afghanen nicht. Ich war noch nie an dem Ort, an dem dieser Anschlag passiert ist, weil es mein erster Tag war. Und ich musste dort innerhalb von wenigen Minuten Entscheidungen treffen, wie ich das organisiere, um halt die Menschen aus diesem Generalkonsulat rauszuholen und möglichst lebend, möglichst unverletzt. Und dabei ging es auch um Leben und Tod. Weil dort ein afghanischer General, der afghanische General der Spezialpolizei, sagte, ich bin jetzt da, ich kann den Zugriff machen. Ich kannte den aber nicht, kannte die Afghanen nicht. Wusste nicht, ob der jemals mit seinen Menschen in diesem Generalkonsulat war. Und ich wusste, dass unsere Spezialpolizei... Zugriff machen, um zu retten? Verstanden. Okay. Und ich wusste selber, dass meine Truppe, die schnellen Eingreifkräfte und die Spezialkräfte der Bundeswehr, die dort vor Ort waren, etwa noch 8 bis 10 Minuten benötigten. Und ich musste entscheiden, warte ich, bis diese Menschen kommen, 8 bis 10 Minuten. Und ich hörte im Hintergrund Schreien, Stimmen, Gefechtslärm. Oder aber lasse ich die Afghanen diesen Einsatz fahren. Und ich habe mich dafür entschieden, auf meine zu warten, weil die Kommando-Spezialkräfte am besten dafür ausgebildet sind, die dort erkundet hatten, die dafür trainiert sind, die Georgier auch dort erkundet hatten, also meine schnellen Reaktionskräfte. Und vor allen Dingen, weil die Englisch sprachen und Deutsch sprachen. Und ich wusste auch nicht, ob nicht Teile der Afghanen auch dazugehören zu diesen Terroristen, die da angegriffen haben. Ja, verstehe ich, klar. Okay, wow. Aber 8 bis 10 Minuten können eine verdammt lange Zeit sein. Es ist zum Glück nichts passiert. Man muss auch Glück haben. Und ich musste aber letztendlich dann auch die Entscheidung verantworten, wenn es anders ausgegangen wäre. Also das war ein Beispiel, wo es um Leben und Tod geht. Und diese Entscheidung, du konntest quasi alle Entscheidungen selber treffen. Es ist nicht so, dass man da nochmal so ein rotes Telefon hat und dann auch irgendwie einen anderen anruft oder nochmal so challengen, so nach dem Motto, was meinst du? Nein, einfach zack, entscheidest selber durch. Du hast da keine Zeit für, dann in Berlin anzurufen, was soll ich tun? Klar. Ich habe noch gerufen, informiert, das Einsatzführungskommando, die Operationszentrale, was da passiert. Verstanden. Lustigerweise war mein Boss, also der Befehlshaber des Einsatzführungskommando, ja da. Denn der hat das Kommando an mich übergeben. Das habe ich total ausgeblendet. Und der stand hinter mir bei meiner kurzen Befehlsausgabe und hat einfach gesagt, hat mir zugenickt und hat gesagt, mach. Okay. Er hat sich nicht eingemischt. Und das ist ja auch Vertrauen. Das ist auch Führen mit Auftrag. Und, da kriege ich noch heute Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, an diese Situation. Ja, das war schon toll, stark. Stark, ja, mutige Entscheidung. Gibt es von dir irgendwie eine Scheitergeschichte, wo du sagst, da bist du irgendwie gescheitert und hast irgendwie was draus gelernt und die du irgendwie weitergeben kannst im beruflichen
beruflichen Umfeld oder? Du kommst immer mal an einen Punkt, wo was nicht so läuft, wie du es vorgestellt hattest. Und die häufigsten Situationen sind eigentlich, wenn du zu früh aufgibst. Wenn du dir von allen sagen lässt, was nicht geht und du sagst, okay, dann ist es halt so und du gibst auf. Und das habe ich mir angewöhnt, da unheimlich hartnäckig zu sein und so lange nachzubohren, bis es dann doch irgendwie funktioniert oder bis mich wirklich alle davon überzeugt haben, dass das nicht möglich ist, was ich will. Aber diese Hartnäckigkeit, da bist du auch gefürchtet dann. Das mögen viele nicht. Klar. Ja, klar. Aber ja, das sind so Situationen. Verstanden. Und gibt es von dir so eine sozusagen so eine Lachgeschichte, wo wir ein bisschen mit dir lachen können? Ich nenne das immer so ein bisschen peinliche Geschichte. Jede Menge. Eine Sache fällt mir ganz spontan ein, auch aus dem Einsatz. Ich habe dann meinen Container und das ist so ein Shelter. Das sind dann auch die Container von den Personenschützern, die nebenan sind. Und mein Container hat, also mein Zimmer da sozusagen, hat eine Paniktür. Das heißt, selbst wenn ich die Tür abschließe als Boss, kann ich die Klinke runterdrücken und kann raus, wenn was passiert. Das habe ich auch mal machen wollen, weil ich mal irgendwo hin musste und hatte die Klinke in der Hand. Und das war mitten in der Nacht. Und dann habe ich da innen vor der Tür gestanden, habe geklopft und gerufen, bis dann irgendwann nach 20 Minuten, weil dann irgendjemand wach geworden ist, dann zu mir gekommen ist und die Tür von außen aufgemacht hat, damit ich raus konnte. Da war natürlich, Jubeln war groß. Ich konnte auch nicht durchs Fenster, weil da war ein Gitter auch davor. Also ich konnte nur durch diese Konntest Tür. Konntest du noch anhalten, aber das, so lang. Ja, ja, gut, das ging, aber es war schon lustig und ich war natürlich gespött und das spricht sich innerhalb von 5 Minuten in so einem großen Feldlager rum. Glaube ich. Ja. Kommandeur stand da mit der Klinke in der Hand. Mitten in der Nacht. Sympathische, schöne Geschichte, großartig. Gibt's Menschen, du kennst ja so ein bisschen das Change Rider-Format, also Menschen, die sozusagen mutig vorangehen, die auch inspirieren, die spannende Geschichten zu erzählen haben, die dir jetzt irgendwie einfallen, die du nominieren würdest für das Format? Fällt dir da jemand ein? Also da jetzt aus meinem Amtshilfeeinsatz, ich bin selber ab und zu im Amtshilfeeinsatz, da gibt's auch mutige Entscheidungen, die vielleicht auch nicht so getroffen werden hätten dürfen, aber die es machen, das war ein Amtsarzt. Da war ein Vorarbeiter einer Baufirma mit ganz vielen rumänischen Mitarbeitern, die alle keine Versicherungskarte dabei hatten. Wir dann bei der vermeintlichen Versicherung angerufen haben. Wir haben gesagt, ja, wir geben aber nichts raus. Und wir wussten jetzt nicht, was passiert. Also bezahlen die hinterher die Tests? Verstanden. Und der Amtsarzt gesagt hat, also bevor ich die jetzt alle durch die Gegend laufen lasse und die möglicherweise positiv sind, testen wir die. Und ob wir das Geld kriegen, ist mir völlig egal. Okay. Und das finde ich eine tolle, mutige Entscheidung. Cool, super. Die möglicherweise für ihn Konsequenzen hat, dass er einen Anschiss kriegt oder was, weiß ich nicht. Es gibt bei uns ja auch so mögliche Dinge. Das fand ich gut. Und so einen würde ich mal empfehlen, so einen Arzt oder auch so eine Krankenschwester in einer Intensivstation momentan, die so Corona-Kranken pflegen. Das sind, glaube ich, Menschen, die es verdient hätten, mal bei euch zu sein. Cool. Ja, danke. Nehmen wir auf. Last but not least, gibt es einen Appell für dich von dir in die Kameras zum Thema Wandel, zum Thema Führung, zum Thema Mut, zum Thema was auch immer, also sozusagen die Schlussworte nochmal positiv gerichtet an unsere Zuschauer und auch Zuhörerinnen. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal bitte seid innovativ, seid kreativ, kommt mit diesen Ideen. Traut euch diese Ideen euren Vorgesetzten zu sagen. Ich glaube, es gibt ganz viele, die bereit sind, sich das anzuhören und froh sind, wenn mal jemand kommt und nicht diesen alten, eingeschwungenen Weg bringen, sondern neue Wege gehen. Und dann bitte führen, entscheiden, verantworten. Das ist wirklich mein Dreiklang, mit dem ich unterwegs bin. Ihr seid Vorgesetzte, als Führungskraft müsst ihr führen, ihr müsst die Vorgaben machen, ihr müsst Entscheidungen treffen und bitte verantwortet diese und geht mit den Fehlern, die dabei gemacht werden, möglicherweise vernünftig um. Das ist das Rezept. Super, vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Fahrt im fremden Auto, aber ich habe mich schon wirklich verliebt, also wirklich großartig hier. Aber bei uns. Ja, das ist keine Sorge. Danke dir für deine Zeit, alles Gute, bleib gesund und weiterhin viel Erfolg. Wünsche ich dir auch viel. Mach's gut. Danke. Tschüss.